auf, ihr Lieben. Ja, willkommen zurück. Heute erforschen wir weiter die Geheimnisse der flachen Erde und ihre Verbindung zum Mond und erforschen natürlich weiter die Bücher von Vibes of Cosmos. Ja, heute und in den nächsten Folgen geht es um Elemente, Raum und Bewegung, Äther. Da es sehr textlastig ist, habe ich es in mehrere Teile aufgeteilt. Heute machen wir eine kleine Einleitung und kümmern uns ein bisschen um den Raum und die Elemente, wo diese existieren. Ja, Teil 42, Vibes of Cosmos. Seid gespannt, viel Spaß. Los geht's. Elemente, Raum und Bewegungen. Äther. Um seismische Aktivitäten zu erforschen, ist es wichtig, einige Grundprinzipien aus Buch 3 zu wiederholen. Der Raum teilt sich in den Subselen und Superselen Raum auf. Also hier geht es um den Stoff Selen. Die vier Elemente im sublunaren Feld, Feuer, Luft, Wasser und Land, nehmen unterschiedliche Positionen ein, wobei Feuer die höchste und Land die niedrigste einnimmt. Luft befindet sich in der Nähe des Feuers, während Wasser nahe am Land liegt. Also sublunar bedeutet unterhalb des Mondes. Und über dem Mond haben wir dann quasi den Äther. Alle Elemente im sublunaren Raum tragen potenziell die anderen Elemente in sich. Das sublunare Feld unserer Atmosphäre besteht aus zwei grundlegenden Schichten. Die Homosphäre unten ist mit Wasser verbunden, während die obere Heterosphäre, in der Ionisation stattfindet, eine Art Feuer ist. Die Natur der Welt ist kontinuierlich und wird von der Dynamik der Bewegungen des superlunaren Ortes beeinflusst. Das superlunare Feld, also überhalb des Mondes, besteht aus Äther, vollzieht eine kreisförmige Bewegung und umgibt das sublunare Feld, also das Feld unterhalb der Schicht, wo der Mond kreiert wird. Dadurch entstehen alle notwendigen elektromagnetischen Bedingungen. Diese Bewegung beeinflusst auch die oberen Schichten der Ionosphäre, die sich mit dem magnetischen Nordpol als Zentrum drehen und ionisierte Luftströme erzeugen. Die Bewegung in der sublunaren Region der Atmosphäre erfolgt entsprechend der Dichte. Dünnere Elemente steigen nach oben, während dichtere nach unten sinken. In der Ionosphäre liegen die Gase in Schichten, während ab der Stratosphäre und darunter die schweren Gase gemischt sind. Ja, an dieser Stelle möchte ich nochmal festhalten, wir brauchen innerhalb auf unserer Erde brauchen wir keine Gravitation, auch nicht in der Berechnung. Hier lässt sich alles mit Dichte berechnen. Ich nehme da Newtons Apfel daher. Er hängt am Baum, der Apfel, weil er am Baum hängt. Er fällt runter, weil die Verbindung zwischen Apfel und Baum schwach wird. Er fällt durch die Luft nach unten, weil er dichter ist als die Luft. Bleibt aber auf dem Boden liegen, denn der Boden ist dichter als der Apfel. Gehen wir mal davon aus, der Apfel würde ins Wasser fallen. Es gibt einige Apfelsorten, die schwimmen. Einige, die gehen unter. Einige, die gehen nur zum Teil unter. Und da haben wir auch das Phänomen, dass der Apfel unterschiedliche Dichten hat und deswegen auch unterschiedlich im Wasser reagiert. Das nur mal an dieser Stelle. Ja, das sollte eine kurze Einleitung sein für die nächsten Folgen, die dann noch kommen. Und ich teile sie auf. In den nächsten Folgen geht es um Vulkane, wie sie entstehen. Da wir ja gelernt haben, tektonische Plattenverschiebung gibt es nicht. Das ist ja die Erklärung, wie Vulkane entstehen. Genauso wie Erdbeben. Das werden wir auch noch behandeln in den nächsten Folgen. Hier nur mal eine kurze Einleitung. Und natürlich werden wir auch Winde und Blitze, Stürme in den nächsten Folgen behandeln. Alles immer in kleinen Häppchen. Und ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid und freue mich auf die nächsten Folgen mit euch. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis bald.